Wir sind am Enser Hauptplatz, unter dem 60 Meter hohen Stadtturm, ein klassischer Würstelstand. Im Schatten sitzt eine Gruppe Enserinnen und Enser. Sie erkennen Pater Martin sofort. Ja, grüß dich, Herr. Ja, leider. Leider habe ich nicht so einen Durst wie ihr, gell? Naja, also ich bin. Mein Nachteil ist ja, dass ich in der Früh schon also ein Messwein saufe. Dann habe ich aber oben keinen Durst. Pater Martin lernt man eigentlich nicht kennen, er überfällt einen. Er tritt auf und nimmt einen gefangen mit seinem Lachen. Sagt Manfred Holzleitner, Theologe und Mitautor des Enser Pfarrblattes. Seine Qualitäten, die man sehr bald wahrnimmt, ist, dass ich Franziskaner früher wahrgenommen habe, dass sie das Franziskanische, die Spiritualität sehr pflegten. Und was man bei Pater Martin überhaupt nicht merkt, ist, dass er eine unglaubliche, einfache Spiritualität pflegt, mit einer unglaublichen Lebenseinfachheit, aber gepaart ist mit einer unglaublichen, ich kann es nur so sagen, Gescheitheit. Er ist unser Beste. Nein, ist ja nett. Er ist unser Beste. Ja, er ist der Beste. Du kannst machen, was willst. Und Sie gehen am Sonntag in die Kirche? Ich war schon länger nicht drinnen. Ja. Man kann daheim beten, man muss nicht irgend in ein Haus hingehen. Deshalb komme ich ja manchmal her und wir beten hier beim Würstelstandl. Ne? Genau. Was kann man um die Zeit so kurz vor fünf? Gibt's da was, was man speziell beten kann? Naja, da beten wir zum Beispiel ein Gebet für die guten Getränke, das lautet: Lieber Gott, segne flott. Ja, das war jetzt richtig gut. Ich merke mir das. Und das gilt. Das gilt, ja, genau. Mit einem verschmitzten Lächeln fragt einer, ob denn der Pater schon mal blasen musste bei einer Polizeikontrolle. Prompt erzählt Pater Martin eine Anekdote. Spätnachts fährt er im kleinen Auto von der Autobahn ab, vorbei an einer Kontrolle. Ich sah auch, dass die überhaupt nicht reagiert haben, wenn ich vorbeigefahren bin. Erst wenn ich im Kreisverkehr fuhr, haben die Blaulicht eingeschalten, sind die nachgefahren. Dann bin ich immer so da Richtung Kirche. Und da fahr mal, stand, das hat mich, hat mich mit der Lichthupe angehubt. Ja, so eine Irren, genau. Dann bin ich da sitzen geblieben, halt im Auto. Genau, dann aufgefallen, sondern war eine Polizistin, die hat die Kappe bis zum Mund völlig heruntergezogen gehabt. Und dann sagt sie, eine Fahrzeugkontrolle, die Papiere bitte. Dann habe ich die Papiere rausgegeben da. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass die sich so das Lachen verdrücken muss. Ja. Und dann wie sie dann will ich lachen, dann hat sie die Kappe aufgenommen. Dann habe ich schon wieder so die Frau Killingseder. Gell? Also die hat, da habe ich ihre Kinder in Religion unterrichtet. Ja. Und dann ist sie mit ihren Kollegen, saß sie da immer. Und hat sie gesagt, das, sie sagen, kann das sein, dass sie von Pater Martin sagt, den nehmen wir jetzt ein bisschen hier. Wir gehen ein paar Schritte in die Fleischhauerei. Die Köchin des Klosters hat diese Woche Urlaub. Die Brüder müssen sich selbst versorgen. Da bin ich immer so unsicher, was der Pater Johannes und der Pater Christoph ist. Also von der Bekannte da. Genau, das bin ich schon. Frau Reisinger, die Seniorchefin, bedient den Pfarrer höchstpersönlich. Ja, mir gefällt das vor allem der Zugang zu den Kindern, besonders zu den Kleinen, weil ich da ein bisschen mitfühle mit meinen Enkeln. Und die Sonntagsgottesdienste sind Balsam auf der Seele. Wir gehen zurück zur Pfarre ins Kloster. Dort warten schon Flüchtlinge, hoffen auf ein paar Lebensmittel. Da haben wir schon so Zettel zusammengeschrieben, was ich hauptsächlich brauche, was halt so bedürftige Familien und Flüchtlingsfamilien brauchen. Das heißt, ihr steht vor dem Supermarkt? Ja, vor dem Supermarkt und da die Leute, die kennen mich schon und meine Firmlinge. Und die sagen dann, sie kaufen wieder was ein. Und dann legen sie so ein Produkt, was geeignet ist, also vor allem Sachen wie Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, das ist also immer geeignet, weil da können sie dann auch, das heißt, es hält jetzt auch einmal ein paar Wochen, genau. Die Beliebtheit des Paters hängt auch mit seinem lockeren Umgang mit der Liturgie zusammen. Ich habe mir einmal gedacht, wie Gottesdienstbesucher zu mir gesagt haben, in der Kirche ist es so fad oder die Predigen sind so fad, dann habe ich mir gedacht, da muss ich was ändern. Liturgie ist das Werk des Volkes, also der Menschen, also so verstehe ich das und ich versuche bei der Liturgie auch einmal, sei es in der Sprache oder durch Symbole oder durch einfach Geschichten oder Überraschungen,
die Menschen abzuholen dort, wo sie sind, oder manchmal auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, das, was gefeiert wird, zu ziehen und vielleicht also so auch manchmal etwas provokant zu sein. Es sind die Lebenserfahrungen, die Pater Martin aus dem Ärmel schüttelt, die die Menschen faszinieren. Zwei Bücher sind bereits erschienen. Nicht allen gefällt, was sie da lesen und erleben. Etwa bei einer Firmfeier, bei der die Firmlinge als Teil des Gottesdienstes plötzlich Papierflieger durch die Kirche gejagt haben. Da ist es dann einem Kirchenbesucher das zu viel geworden. Also er hat sich gedacht, na, da ist er in einer falschen Welt, genau. Und ja, der hatte auch so sogar den Mut und ist zum Ambo gegangen und hat da eine kleine Rede begonnen. Und manche Kirchenbesucher, die hatten das gar nicht mitbekommen, die glauben, das gehört auch dazu. Weil die haben gesagt, es war eh schon so verrückt. Jetzt hat, also ich glaube, das gehört sicher auch dazu, wie der da redet, obwohl manche kam vor, irgendwie passt das nicht dazu, was der da sagt. Nach einer Aussprache wenige Tage später war alles wieder gut. Die Papierflieger waren als Symbol gedacht. Luft ist, wie der Heilige Geist, unsichtbar, aber sie trägt. Pater Martin ist Pragmatiker. Kommen die Menschen nicht zu ihm, geht er zu ihnen. Auch bei einer Taufe, die zu einer Wanderung durch den Wald wird, weil die Eltern ihre Kinder nicht in der Kirche mit ihrem Prunk taufen lassen wollen. Schließlich kamen wir dann zu einem Bach, dort die Tauffeier gemacht, das Hineintauchen ins Wasser. Natürlich habe ich dort den ganzen Fluss segnen müssen. Also der ganze Bach war dann natürlich Taufwasser. Und schließlich haben wir dann dort auch eine Feuerstelle gehabt, wo dann das Feuer angezündet wurde, gleichsam ein Symbol für die Osterkerze. Dort haben wir dann die Taufkerze angezündet und schließlich ist dann dort auch dann das Fest ausgeklungen in ein gemeinsames Beisammensein rund um das Feuer. Und ich muss sagen, ich habe bis heute mit dieser Familie sehr gut den Kontakt. Die sind hineingewachsen, sind auch selber gewachsen im Glauben und finden einfach, haben ein Problem mehr mit dem Äußeren, mit den äußeren Symbolen, mit dem Gold, mit dem Silber, so nennen sie das, aber jetzt weniger mit dem, was Glaube wirklich bedeutet, Leben. Pater Martin ist aber auch nachdenklich. Ein Jahr lang hat er in Jerusalem studiert und die Orte, in denen Jesus gewirkt hat, besucht. Orte, die auch heute noch geprägt sind von Armut. Also ich habe mir oft gedacht, im Heiligen Land, es wäre eigentlich passender, wenn der Papst, sagen wir mal, im Heiligen Land irgendwo leben würde, als in Rom, im Vatikan, weil das wirklich dort glaubwürdiger ist, weil im Heiligen Land haben wir nirgends eine prunkvolle Kirche, das alles an der Grenze zur Armut und zu Baracken. Zwischen Humor, Anekdoten und Pilgerreisen steht der Glaube an Gott im Mittelpunkt für Pater Martin. Glaube ist für mich zu spüren, dass Jesus Christus, der Auferstandene, eine Stütze und ein Halt ist, eben an den ich mich halten kann, der mich stützt. Und für mich bedeutet eben Glauben auch diese Erfahrung von Leben, von Begeisterung und von Freude über die Auferstehung Jesu mit anderen zu teilen. Pater Martin beliebt bei Kirchengehern genauso wie bei all jenen, die eher einen Bogen darum machen. Gesellig ist er, tanzt gerne auch auf Hochzeiten. Bleibt die Frage, warum keine Ehe eingehen? Auch wenn ich, wenn ich heirate, kann ich mich auch nur für eine Frau entscheiden. Und im Kloster habe ich mir das so überlegt. Ich habe einfach gefühlt im Laufe der Jahre, dass das Leben, der Einsatz mit einer Gemeinschaft von anderen, von Gleichgesinnten, mir mehr bedeutet hat, als wie eine Beziehung mit einer Partnerin. Und so war also für mich also eben also dann eigentlich klar, ich will in dieser Ordensgemeinschaft zusammen mit anderen Mitbrüdern praktisch erstens diese faszinierende Botschaft des heiligen Franz von Assisi und des Jesus von Nazareth leben. Und das gibt mir so viel Sinn und Lebenserfüllung, dass das für mich stimmt, dass das für mich richtig ist. Also dass ich also keine jetzt Partnerin, keine Frau für mein Leben brauche. Wir hoffen, dass er uns lang erhalten bleibt, dass er lang tut. Ja, durch bei uns Franziskanern, wir ziehen immer da weiter. Also, ja, wir ziehen immer da weiter. Wir wollen das auch, wir müssen das nicht. So, jetzt werde ich mich gleich verabschieden. Noch einmal Prost, gell, alles Gute. Prost.